Wenn das Ganze muss man Vierganggetriebe, wenn die Spreizung in dem Getriebe das gleiche ist, was ja der Fall ist wahrscheinlich, ja, weil ich ziehe die Welle nur ein Stück weiter raus. Alle anderen Betätigungselemente im Getriebe sind gleich. Die sind gleich, richtig. So, also muss ich im Endeffekt nur fürs Viergang die Schraube ein Stück weiter reindrehen, damit ich den Hebel. Welche? Diese, auf der linken Seite. Ja, die, ja. Hier, ja. Wo ist denn der fünfte? Hier. Fünfte ist immer noch rechts. Ja, ja. Ich kriege den nur nicht rein, weil er hier Freund ist. Ja, ja, der hackt, solange kein Öl da drin ist, ist klar. Da war noch gar kein Öl drin im Getriebe. Nein, ich habe es ja nicht voll. Ist auch klar, warum das ja so schwer ist. Ja. So schwer geht. So. Also, im Endeffekt, wenn man den fünften nicht haben möchte. Richtig. Ja. Oh, jetzt muss ich mal eben. Und die Wichtigen jetzt hier ein bisschen daneben. Unfassbar hier. Noch jetzt. Den nicht haben möchte, dann muss ich nur in dieser Stellung die Schraube so weit reindrehen, bis die an den Bolzen anliegt. Ja. Weil dann komme ich ja gar nicht mehr in die Ebene rückwärts, also, in die Ebene fünfter Gang. Die Bewegung kann ich da nicht mehr machen. Also könnte man mit Filzschreiber im Prinzip hier eine 5 drauf machen, dann weiß ich, das ist die Schraube für den fünften. Ja. Und welche ist die für den vierten? Und dann haben wir 3-4 Gassen in Mittellage. 3-4 ist hier unten. 3-4 ist da unten. Weil ich damit den Federanschlag verstelle. Ich kann diesen Bolzen also, kann ich verschieben. Das wäre die einzelne Schraube da. Dafür müssen wir ja zwei, ne, sagen wir mal, nur diese. Und wofür sind diese beiden Schrauben? Die sind ja auch auf verschiedener Länge, die beiden hier. Die Mittellage über die Feder ist dritte, vierte Gang. Ja. Also nur vorwärts, rückwärts ist ja 3-4. Ja, so, richtig. Und die nächste Schraube, andersrum, die Schraube ist erster, zweiter Gang. Aha. Vorsicht, Finger da unten, das ist 1-3. Ja. So, wenn ich jetzt den Rückwärtsgang reinmachen will, dann ziehe ich über den Zug, den Bolzen Stift nach hinten. Jawohl. Und dann komme ich in die Ebene rückwärts gegangen und ich hoffe, dass es jetzt nicht funktioniert. Ja. Natürlich nicht funktioniert. Nee, aber ist klar. Aber wenn Getriebe, Motor läuft, dann wird es fluppen. Mhm. Gut. Dann habe ich das verstanden. Ist das gesichert? Ja. Da braucht man nichts mehr machen. Muss das jetzt so, das ist ja noch ziemlich straff. Ne? Kann das auch sogar noch straffer. Weil die 65 cm, die wir da auf dem Papier stehen haben, die werden hinterher ungefähr so aussehen. Das heißt also, wir müssen in zwei Bögen das Ding um die Ecke legen. So in etwa. Das ist ja wunderbar. So wird das hinkommen. Passiert aber nichts. Ja, ja, ist klar. Ja? Gut. Nur das kann ich hier nicht simulieren, dafür sind die Züge zu stramm. Ja, ist in Ordnung. Und hier sollte ich tunlichst nichts dran verändern, ne? An den. Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ja, zur Montage. Ich muss jetzt der untere Zug ist eigentlich, der ist marginal, weil damit verstelle ich nur den Hebel. Da passiert nichts mit. Ja, also wenn ich hier die Schraube verdrehe, ja, jetzt mal, wenn ich den Zug jetzt weiter nach vorne schiebe, ohne den Hebel zu bewegen, dann ändert sich im Endeffekt nur die Schrägstellung von dem Hebel, mehr nicht. Ach so. Der untere ist ja der Schaltzug. Die Schrägstellung von dem Schalthebel. Ja, von dem Schalthebel. Also je weiter ich den hier nach vorne hole, eigentlich gar nicht schlecht, kommt nämlich der Schalthebel auch noch ein Stück weiter, weil der ja hier unten weiter rausfährt dann. Ja, ja, ist klar, gut. Ja, kommt der Schalthebel ein bisschen weiter nach vorne. Dadurch kann ich ein paar Zentimeter gewinnen. Wir müssen das hier auseinanderbauen, weil die Spritzwand ist ja hier. Wo bauen wir es ab hier vorne? So, ich zeige das gleich. Die Mutter müssen runter, die Gelenke müssen runter und dann kann man die ganze Geschichte abnehmen und das am besten so zusammenlassen. Die kann man dann nochmal fest nachziehen, weil das auch alles mehr oder weniger nur mit der Hand zusammengedreht ist, weil wir halt keine Rennen fahren. Und diese Köpfe, kenne ich die, dass die hier so einen Stahlring draußen rum haben, der irgendwie verhindert? So ein. Was war denn das? Ich habe den jetzt abgeknöpft. Das kenne ich nicht. Bei uns ist die jetzt immer noch mit so einem Stahlring. Die Kugelköpfe, die man kaufen kann. Da kommt noch so ein Fliegenbein rein. Ja, da ist er ja, siehst du? Meine ich. Ja, und da kommt noch zusätzlich hier so ein Fliegenbein rein. Die man immer verliert. Nee, ja, wenn man sie in der Hosentasche hat, verliert man die. Nee, wenn die eingebaut sind, dann nicht. So, und dann wird das da rumgeknöpft und dann ist der verliersicher, der geht nicht ab. Ja, ist klar. Die halten auch ohne diese Fliegenbeine, das ist nur dann für Motorsport, Hosenträger und Gürtel. Und da kommt natürlich noch eine Mutter drauf hinterher. Ja? Kontermutter, Klar.
Und über diese Einstellung hier, von dem, wie weit man den draufschraubt, kann man natürlich auch noch die Schrägstellung nehmen. Gut, das je nachdem, damit es zur Sitzposition hinterher passt. Also ich würde erstmal hingehen im Auto, erstmal das Ding so positionieren, dass man bei ganz geradem Hebel oder bei so wie er jetzt steht, ganz leicht nach hinten geneigt oben, dass man da den vernünftig Lenkrad-Schalthebel hat. Ja, gut. So, und dann die ganze Mimik am Getriebe, beziehungsweise die bleiben, können wir ja dran lassen, wollen wir gar nicht abbauen, richtig. Außer jetzt zum Schweißen eben. Ja. So, das leuchtet also, ein. Das ist ja klar, den kann man hier raus machen und den anderen hier vorne. Ja, den muss man halt von hinten rausbauen. Ja. Müssen wir jetzt sowieso machen. Geht aber alles. Ist ja alles. Ich baue das jetzt auseinander, damit ich dann das gleich eben verschweißen kann. Haben Sie davon eine Zeichnung gemacht? Langt das nicht hier? Nee, machen wir schon nochmal eben. Wenigstens auf der Rückseite noch zwei so lange Strichnähte. Haben Sie von dem Teil hier eine Zeichnung? Könnten Sie das nochmal machen? Für den Fall, dass ich das Vierganggetriebe, dass ich doch feststellen sollte, ich habe mich da nicht vermessen. Irgendwo habe ich mal aufgeschrieben, dass das Vierganggetriebe dass die Schaltebenen rein, raus anders liegen als beim Fünfgang. Dafür brauchen wir das Teil aber nicht. Das ist nur eine Einstellung hier oben an den Schrauben. Ja, das ist klar. Aber wenn die freie Länge des der Schaltwelle hier eine andere ist als hier, dann müsste ich da entweder einen Adapter drauf machen, dass das weiter rein oder rauskommt. Nehmen wir mal an, die Welle ist kürzer. Ja gut, im Notfall könnte man, wenn die Welle kürzer ist, hingehen und da praktisch so einen Ring noch mit einlegen. Dass was die Welle kürzer ist, als Adapter da eingelegt wird. Ne? Genau, das ist es. Das wird es sein, Und da müsste hier wahrscheinlich auch die Schraube länger sein, damit sie in die Bohrung von der Schaltwelle reinpasst. Wenn endgültig montiert wird, dann kommen hier noch die. Ich lasse die Mutter jetzt mal drauf, weil die kann ich jetzt auch abmachen. Die machen wir jetzt eigentlich. Ne? Wir bauen das auch nicht. Ah, doch, bauen wir mal zusammen. Zeigen wir es im Haken, das Holz ist. Ne? Zusammenbauen? Ja, so wie es jetzt war. Ach so, na gut. Eine Abdichtung kommt da hinten drauf, aber die geht erst drauf, wenn die großen Muttern drauf sind. Und dann die kleineren, die sitzen hier vorne drauf dann. Ich will da jetzt nicht drauf drücken, weil kriegt man halt schwierig runter. Die Züge sind auch unterschiedlich. Der obere Zug, Wählzug, weil ich damit die Gasse wähle, der ist hier kürzer. Der hat also eine kürzere Führungshülse und das Gewinde ist 40 mm kürzer. Sag mal, wo geht der dahinter? Obere? Das ist der. Wählen ist immer seitlich Gasse, der andere ist Schalke. Aha. Ja, ich sag mal Wählzug und Schaltzug. Dann kann man da gar nicht sich vertun beim Sprechen. So. Geht alles da rein. So, jetzt schweißen, ne? Genau. Jetzt kommt der ab. Also dass sie hier gemacht haben, das ist Ihnen ja schon eingefallen, als wir hier waren, muss ich sagen, Respekt. Das macht die ganze Sache sehr schlank, sodass wir auch den Platz haben. Ich habe auch extra nochmal geguckt wegen der Bremsscheibe, aber die Bremsscheibe steht ja auf der Ebene. Richtig. Ja, und die Bremsscheibe hat ungefähr einen Durchmesser so bis hierhin. Da kommen wir noch nicht mal hin, wenn wir, der fünfte Gang ist ja eh nach vorne, dann klappt der weg. Wenn wir jetzt den Gang einlegen, kommen wir nicht im Bereich, wenn die Bremsscheibe hier steht, kommen wir nicht in den Bereich. Ja, haben Sie gut gemacht. Ja, das wäre natürlich der super GAU, wenn ich da fertig bin und dann stellen wir fest, oh, schade. So leider ich aus der Bremsscheibe in der Ecke raussehen. Ja, jetzt fällt mir das so in. Ich wollte mal sagen, nimm mal die Bremsscheibe mit. Brauchen wir nicht. Aber passt, ich habe extra auch in den Fotos geguckt. Da ist Platz satt.